Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Für alle, die mir auf Twitter gar nicht folgen, haben jetzt noch gar nicht mitbekommen, was eigentlich los ist und warum es die letzten zwei Tage gar kein Video gab. Und zwar, mein Handy macht irgendwie Mist. Es hat gestreikt wie je und je und dadurch hatte ich einige Probleme. Aufnahmen sind verloren gegangen, zum Teil, und es hat einfach gar keinen Spaß gemacht, überhaupt irgendwas zu machen. Das ist das eine. Diese Aufnahmen sind jetzt noch von Freitag. Die zeigen live, wie ich das Pflanzen-Event eingeläutet habe. Da fange ich doch gleich mal damit an. Was war denn das Häufigste, was ich im Pflanzen-Event gesehen habe? Owei und Sonnenkern. Über Owei habe ich mich sehr gefreut. Über Sonnenkern, ja, kann man definitiv was mit anfangen. Ein paar kann man auf jeden Fall mal fangen und auch mal weiterentwickeln. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ja, es war nicht einfach. Also von meinem Handy, in dem ich jetzt gerade spreche, ist der USB-Anschluss leicht defekt. Ich kann zwar laden, aber ich kann keine Datenverbindung aufbauen. Und irgendwie, genau durch diesen Fehler, passiert etwas Merkwürdiges und dann werden einfach Apps im Hintergrund geschlossen. Einfach so. Und das ist halt sehr nervig, wenn man wirklich, ich sag mal, als es richtig heftig war, jede Minute Pokémon Go zu öffnen. Nee, das geht nicht. Dauert einfach zu lange. So, ich habe jetzt Android 7 drauf. Eigentlich hat es schon ein einziges Mal ist dieser Fehler nochmal aufgetreten. Seitdem aber noch nicht. Trotzdem höre ich mich gerade um, ob ich irgendwo anders ein Samsung Galaxy S6 bekomme, das vielleicht auch nicht so vernudelt ist, wie andere Geräte, die im Sommer mit Pokémon Go gelaufen sind. Falls euch das was sagt. Also mein S4 ist zum Beispiel kaputt, weil ich im Sommer sehr viel Pokémon Go, Ingress, heißer Sommer gespielt habe und ja, das ist sowas von hinüber, das Gerät. Man spürt regelrecht, dass die CPU wahrscheinlich irgendwann hops macht und dann geht das Gerät eh nicht mehr an. So rum. Gut. Ich laufe jetzt gerade zur Arbeit. Es ist wohlgemerkt Dienstag und das Event ist noch nicht zu Ende. Danke, Niantic. Das finde ich richtig klasse, habe ich mal auf Twitter geschrieben. Ich habe heute mein erstes Endivier gefangen. Mein erstes gesehenes Endivier im Pflanzen-Event ist vor meiner Nase despawned. Richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich. Oh, nee, das ging gar nicht. Ich bin extra rausgelaufen. Also ich habe mich extra schnell angezogen, bin rausgelaufen, sehe das Endivier noch und im nächsten Moment plopp, weg. Danke, vielen Dank. Ja, also Bisasam habe ich häufiger gesehen als Endivier und auch zum Teil so also 3-4 Mal gefangen, würde ich jetzt mal so sagen. Leider habe ich am Anfang des Events kein Screenshot vor meiner Pflanzenmedaille gemacht, um zu sehen, wie viele Pflanzen-Pokémon ich gefangen habe. Weil ich habe da so einen Kommentar gesehen, kannst du uns mal zeigen, bla und so. Tja, sorry. Das habe ich irgendwie verplant. Ich habe so auf dieses Event gewartet und war mir ziemlich sicher, dass es gegen 22 Uhr startet, was es dann auch tat. Also, nicht Punkt 22 Uhr, anscheinend, also eventuell zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr. Eventuell. Eventuell war es auch einfach 22.30 Uhr, aber in dem Moment habe ich gerade in der Arena
trainiert. Ja, das Event war so dermaßen gut bei euch angekommen, dass ich innerhalb eines Tages 7 Arenen verloren habe. Das war heftig. Das war richtig heftig. Wenn ich überlege, dass die wochenlang einfach so rumstanden und an einem Wochenende, also ich habe sie mir, also ich habe sie mir nicht alle an einem Tag geholt. Ich habe mir 7 oder so an einem Tag geholt. An diesem Freitag, also an dem Freitag. Und am Samstag waren sie alle weg. Also ja, ich würde sagen, das Event ist sehr gut bei euch angekommen. Sind viele nach draußen gegangen. Und dann hatten sie, da hatte wohl der eine oder andere die Muße, endlich mal wieder eine Arena einzunehmen. Jo, so ist das Spiel, so ist das halt. Kein Drama, aber es gibt auch gute Nachrichten, weil das Relaxo ist wieder da. Und das heißt, ich kann mein Relaxo pushen. Und ich habe so viel Oval-Bonbons gesammelt, dass man damit auch nochmal pushen kann. Und eventuell noch eine Entwicklung, worauf ich mich richtig, richtig freue. Aber nicht in dieser Folge. Hier erstmal das allererste Owei zum Pflanzen-Event, zum Einläuten. Was ich sehr schade finde, ist, dass jetzt während des Events ich keinen Tweet gesehen habe, dass irgendjemand ein Shiny Pokémon gefangen hat. Schade. Alle hatten eigentlich schon so die Hoffnung, dass sich da irgendwas getan hätte, aber anscheinend nicht. Schade, schade, aber da müssen wir durch. Irgendwann werden sie uns vielleicht wieder überraschen. Vielleicht in der nächsten Woche mit entweder noch ein Event oder vielleicht mal ein Update. Wie gesagt, das zweite Quartal ist leider noch nicht zu Ende. Sie können es jederzeit bringen. Und ich denke mal, sie sind fleißig. Man hört es auch vom Schilling ganz gut. Er hatte auch so ein paar Infos rausgehauen im Sinne von Bekämpfung der Spoofer, die natürlich, das gehört ja auch irgendwie zum Thema. Weil das Ärgerlichste, was es in Pokémon Go gibt, ist, man steht in strömenden Regen vor einer Arena, trainiert sich dumm und dämlich, weil das einfach nicht so gut klappt mit dem Hytera, und dann kommt so ein blöder Spoofer und nimmt dir einfach den Platz weg. Natürlich geht man davon aus, dass es ein Spoofer ist, weil es ist halt einfach keiner da. Bei strömenden Regen sieht man ja schon, wer so draußen unterwegs ist. Wenn man im Wohngebiet ist, hat man halt einfach Pech, weil man ja das nicht hundertprozentig beweisen kann. Aber da hoffe ich einfach auch immer drauf, dass wenn ich so einen Spieler melde, dass Niantic das irgendwie verifizieren kann. Wenigstens so ein bisschen. Und wenn nicht, dann ist das halt einfach nur dämlich. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke mal, ihr kennt da so meinen Standpunkt. Spielt fair. Spielt fair. Spielt nicht mit Multi-Accounts, das ist verboten, das steht extra in den Regeln sogar drin. Von den Maps steht zwar nichts Explizives drin, aber Niantic versucht nicht umsonst, diese Kartendienste abzuschalten, zu verdrängen, auszugrenzen, weil das einfach die Server lahmlegt. Und ihr legt also euer eigenes Spiel lahm, weil ihr die Maps benutzt. Also das sollte wohl eindeutig sein. Dass das nicht erwünscht ist, muss, ja, ich will jetzt nicht sagen, muss jetzt jeder selber wissen. Also mir wäre es schon lieb. Benutzt sie wenigstens mit Bedacht und nicht aus Langeweile. Ja. So, dann kommen wir eigentlich dann mal langsam zum Ende. Kommen wir zu dem Kommentarteil, und bevor ich dazu komme, ist mir gerade aufgefallen, dass noch 8 Abonnenten fehlen für die 500 Marke. Sehr, sehr schön. Und zwar der FPG Gaming hat geschrieben, hallo, Bürde gibt es als Attacke und ist kein Übersetzungsfehler, aber den Begriff jetzt ausführlich zu erklären würde zu lange dauern.
Und falls du kein Pokémon mit Bürde hast, ich hätte ein Traunfugil, das die Attacke kann und könnte diesmal in einer Arena ausprobieren und in einem meiner nächsten Videos für dich berichten. So, nun noch zu den Shiny-Pokémon in den Hauptspielen fangen, dies vor dem Kampf anzuglitzern. Irgendwie habe ich ein Wort überlesen, tut mir leid. Also sollte man dies leicht erkennen. Leider weiß ich nicht, wie es in Pokémon Go aussieht. Dort habe ich noch keins gefunden. Ja, ich auch nicht. Aber falls die Shiny-Pokémon eingeführt werden, sind sie ja schon, aber halt nur vereinzelt, also nur Karbador und Gyarados und du dir mit den Farben nicht sicher bist, Shiny-Pokémon können nie aus Versehen verschickt werden. Das ist mir zwar klar, aber ich wollte andererseits natürlich auch euch zeigen, wie sie ungefähr aussehen und warum. Also ich sag mal so, an und für sich war das eigentlich nur wegen Schilling. Ich habe das wegen Schilling gemacht, weil Schilling einfach nicht eindeutig gesagt hat, warum das Bisasam so schwer zu erkennen ist, ob das jetzt ein Shiny ist oder nicht. Nur weil das etwas leuchtet. Also naja, das kann auch das wunderschöne Sonnenschein sein. ansonsten mal wieder ein gutes Video, dafür auf jeden Fall mal vielen Dank. Ein wunderschönes Kompliment muss ich unbedingt vorlesen von iRoboter Pro. Er hat geschrieben, sehr gutes Video, besser als bei Spieletrend. Wow. Wow. Dankeschön. Wie ich gerade lese, ist ganz Jena in Logmodulen, ganz Hamburg in Logmodulen. Also das Event kommt wirklich gut bei euch an. Also auch dort kann man es relativ gut daran merken. So, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, aber dieses Video hat nur ein Ende, leider. Und damit geht auch wieder ein Video zu Ende und ich kann noch nicht hundertprozentig versprechen, dass morgen wieder ein Video kommt, weil das Problem ist, die Datensicherung ist nicht auf dem Handy. Ich muss die Videos sehr, sehr mit sehr viel Aufwand wieder zurück aufs Handy bringen und ja, das ist nicht so toll. Ach, mein größtes Highlight war eigentlich dieses Tangela, weil das ist mein erstes wild gefangenes Tangela. Alle anderen Tangela sind alle aus Eiern gewesen. Also Wahnsinn. Richtig, 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 richtig geil. Ich hoffe, ihr habt auch mal einen Tangela gefangen und das war auch zufällig euer erstes. Dann super. Als allerletztes nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, nur so als Erinnerung für die Leute, die es manchmal vergessen. Ich weiß, viele von euch sind gewissenhaft und geben das immer und das ist sehr, 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 sehr gut. Und ja, und falls du noch kein Abo hast, dann abonniere mich doch. Dann weißt du immer, wann die nächste Folge da ist. Damit würde ich dann zum Ende kommen. Und wie man gerade im Tracker gesehen hat, war da sogar ein Ultrigaria, was ich leider nicht gefunden habe. Was auch nicht schlecht gewesen wäre, wenn da mal ein paar Knuffensas aufgetaucht wären. Aber die waren irgendwie bei mir ziemlich selten. Vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu oder noch Gameplay, wenn ich dieses Gameplay gefunden habe. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Und mit einem Teddy Ursa beende ich diese Folge. Und bis zum nächsten Mal.